ich bewundere dich ja immer. Aber heute bewundere ich dich ganz besonders. Ich weiß zwar nicht warum, aber es freut mich trotzdem. Ja, das ist ganz einfach. Ich bewundere dich ganz besonders deswegen, weil du dich mit den Marken beschäftigst. Ich weiß doch, dass dir die Marken wirklich also ganz wurscht sind. Und jetzt hilfst mir da schon seit einer Stunde, um diese Austauschware da ein bisschen in Ordnung zu bringen. Und dabei bitte ja darüber hinaus hast du ja außerdem noch verzichtet auf eine Damenjause bei deiner lieben, so keimfreien Freundin Hansi. Also das ist ja wirklich ganz besonders. Also Franz, ich werde was sagen. Die Gründe sind höchst egoistische, dass ich dir da bei dieser Markenklätzelei helfe. Natürlich. Also erstens, erstens möchte ich, dass dieser Tisch endlich frei wird, damit ich auch was anderes mit ihm anfangen kann, zum Beispiel die Jausenteller draufstellen. Und zweitens war ich ja mit der Hansi gestern zusammen. Wir waren doch in der Volksoper. Aber ich habe dir noch nicht gesagt, was das für ein phänomenaler Abend war. Du kannst dir das nicht vorstellen. Der Getter, also er hat gesungen, mein Herz, ich kann dir gar nicht sagen, es hat gehupft, so glücklich war. Nein, wirklich, ganz im Ernst, es war ganz einmalig. Naja, aber um auf die Hanse zurückzukommen, weißt du, einmal in der Woche mit ihr zusammen zu sein, das genügt mir völlig. Ja, das kann ich verstehen, aber trotzdem ist es zu bewundern. Also ich bin ja auch froh, dass du mir da, dass du in die Sackerl einfühlst, wenn ich das dem Dr. Bröckel bringen werde. Sag einmal, der Dr. Bröckel, was ist das für ein Sammler? Ist das ein erfahrener alter Sammler? Es liest so komisch, da diese Drei-Schilling-Dinge und zwei Schilling-Dinge. Nein, bitte dich, das ist ja Ausschussware. Weißt du, das ist für einen richtigen Anfänger. Siehst du, so viel verstehe ich, habe ich mir gedacht. Der ist jetzt in die Pension gegangen na, und jetzt will er sich heute in der Pension will er sich also ein bisschen wieder mit irgendetwas beschäftigen. Und du hilfst ihm da ein bisschen und gibst ihm Anweisungen. Ja, weißt, das ist halt so sehr netter, kultivierter Mensch. Ne? Nur an den Dr. Winkler, ja, da darf ich nicht zurückdenken. Weißt du, ich weiß nicht, dir wird das noch nicht aufgefallen sein, weil du ja doch wesentlich jünger bist als ich. Aber mir fällt das jetzt schon auf, dass ich doch viel häufiger zu Begräbnissen gehe, als etwa zu Taufen oder Hochzeiten. Oh, Franz, das fällt mir auch auf. Ja, und der Dr. Winkler ist jetzt auch schon wieder bald ein Jahr her, dass er gestorben ist. Naja, der war halt mehr als ein Tauschfreund von Marken. Das war er wirklich, ein Freund. Ja, das war er wirklich. Ich muss oft an ihn denken. Ja, ja. Aber Franz, weil du gerade kultiviert sagst, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich da so dich anschaue, einen besonders kultivierten Eindruck machst du halt nicht auf mich. Ja, du bitte, ich meine, das ist doch gar nicht so übel, das ist ein bisschen ein Freizeitlook, das musst du verstehen. Gerade jetzt im Fasching, wo ich ja doch, ich meine ungern, aber doch hier und da auf den Ball gehen muss. Mach weiter. Ja, ich mach schon weiter. Und da muss man sich eh immer so fein anziehen. Da bin ich doch froh, wenn ich einmal ganz gemütlich und locker da sitzen kann. Außerdem hast du mir gesagt, dass heute sowieso niemand kommt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass sich niemand angesagt hat. Naja, ist ja gut, also wenn sich niemand angesagt hat, wird ja auch niemand kommen. Da kommen höchstens die Kinder oder es kommt die Elfe oder so. Nein, das ist doch egal, für die brauche ich mich ja nicht in die feine Kluft werfen. Und außerdem, du, wenn wir mit der Markenklätzelei, wie du das nennst, fertig werden wollen, dürfen wir halt sowieso niemand empfangen. Sag einmal, und für mich brauchst du dich nicht rasieren und für mich brauchst du dich nicht ein bisschen fein machen. Nein, das ist du, bitte, nicht. Rasiert bin ich gar nicht so übel, nicht wahr? Und fein machen, schau dir, das ist eine so angenehm, ist diese Kluft. Also wirklich, man kann es gar nicht anders sagen. Es ist da, und prompt kommt einer. Bitte, Hila, halt auf. Wer immer es ist, wimmle ihn ab. Naja, was soll ich denn sagen? Was kannst du sagen? Ich sag, ich bin krank. Krank, was ich... Ja, krank, allein, Schnupfen ist auch nicht... Grippe ist schon... Grippe, doch. Ja, Herr Janek, was ist denn? Haben Sie was vergessen vorhin? Nein, gar nichts. Es ist nur, ich kann momentan nicht in mein Zimmer und da wollte ich Sie fragen, liebe Frau Sokol, ob Sie mir kurzfristig Unterschlupf gewähren. Ja, aber was ist denn mit Ihnen los? Vorhin waren Sie so kreuzfiedel und jetzt sind Sie ganz betroffen. Aber ich bitte Sie. Oh! Ah!
Ah, Herr Janek. Ja, natürlich. Sie kommen doch sicher. Sie wollen sicher, grüße Gott. Das Geld für den Kuhklopf, gell? Ich hab's auf den Küchentisch gelegt. Ja, das habe ich ihm ja auch gegeben. Ja, natürlich. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles bezahlt. Vielen Dank, die Frau. Es ist nur. Ach so? Also herzhaft zum Stottern. Es ist ja so, der Herr Janek hat mich gebeten, ob er bei mir in der Küche ein bisschen Unterschlupf finden könnte. Sie haben ja nichts dagegen, wenn er mir beim Bügeln zuschaut. Ich bin eh gleich fertig. Was heißt dagegen? Natürlich, ich freue mich. Gehen Sie ruhig mit der Frau Sockel. Oder wissen Sie was? Kommen Sie zu uns hinein. Mein Mann hat zwar mit den Marken zu tun, aber er freut sich, wenn er Sie sieht. Vielen Dank. Ich will ich nicht stören. Ich bin dankbar für ein kleines Platzl in der Küche. Na, so gut, dann kommen Sie zu mir, der Kaffee ist fertig und Sie können eine von Ihren Wuchteln dazu essen. Und Sie können ja, wenn Sie wollen, später einen Sprung reinschauen. Sehr lieb, gell? Dankeschön. Also bis machen Sie sich's gemütlich Dankeschön. Bei Frau Sokol. Ja, Ilana, wer hat uns denn überfallen wollen? Überfallen hat uns niemand wollen, es ist nur der Janek. Der Janik, der war doch schon vorhin da vor einer Stunde. Warum ist der noch mal zurückgekommen? Hat er was vergessen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, aber er ist so seltsam. Und er macht so einen gedrückten und ein bisschen einen verschreckten Eindruck. Was kann der Kerl nur haben? Ja, das weiß ich nicht. Aber du wart, bis er weg ist, wird uns die Sokol das bestimmt brühwarm erzählen. Ja, du übrigens, während du draußen warst, hat einer angerufen, ein Herr, und wollte dich sprechen, aber ich habe den Namen nicht verstanden. Na, Bucke, Armer, telefonierst du zum ersten Mal in deinem Leben, dann sag mal, bitte, ich habe nicht verstanden. Sagen Sie Ihren Namen noch einmal, oder wie? Das ist ja gar nicht notwendig. Schau, ich meine, ich habe dir hier aufgeschrieben, er wohnt Hotel Kaiserin Maria Theresia im Appartement 456, Telefonnummer steht auch dabei. Na, ist doch ganz einfach, du sollst ihn anrufen. Na, übrigens muss er ein sehr reicher Mann sein, weil das Hotel Kaiserin Maria Theresia ein billiges Appartement schon gar nicht. Na, ruf ihn an, ist das Einfachste. Franz, das wird ein bisschen schwierig sein. Wieso? Na, du musst dir vorstellen, ich rufe also jetzt an. Hallo, hier ist Hotel sowieso. Ja, bitte, würden Sie Herrn, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, zum Apparat rufen, oder was soll ich sagen? Naja, aber du hältst mich schon für einen Dummerl. Nein, das ist ja gar nicht notwendig. Schau, das nämlich ist eine moderne Anlage. Du lässt dich direkt gleich mit dem Appartement 456 verbinden. Da hebt einer ab, sagt, wer er ist, dann weißt du, wer es ist. Du weißt für alles einen Rat, gell? Selbstverständlich. Also eins verstehe ich aber wirklich nicht. Irgendwie müssen Sie doch den zwei Damen Hoffnungen gemacht haben, weil sonst kann ich mir das Ganze nicht erklären. Hoffnungen worauf? Ja, weiß ich worauf? Vielleicht für eine Ehe oder vielleicht für ein Abenteuer? Aber bitte, Frau Sokol. Abenteuern, sowas denke ich doch in meinem Alter nicht mehr. Also, was wollen Sie jetzt von mir hören, dass Sie ausschauen wie ein Knabe? Nein, bitte ganz im Ernst, an solche Sachen denke ich nicht mehr. Sie, Abenteuer. Da werden Sie aber umdenken müssen, wissen Sie? Schauen Sie, ein fescher Mann und ledig. Puh, Sie sind doch ein Beutestück für die zwei Weiber. Die werden sich selber noch nicht im Klaren sein, für was sie sie verwenden. Für eine Ehe oder so? Als ständigen Begleiter. Naja, sie, ich weiß gar nicht, wenn sie da nicht höllisch aufpassen, dann kassieren ihnen die. Ob sie dem gewachsen sein werden, das weiß ich nicht. Sie dürfen nicht vergessen, eine doppelte Witwe und sogar die andere ein Fräulein. Ich glaube, Frau Sokol, dass es dabei gar nicht so sehr um mich geht. Ich glaube eher, dass die zwei Damen sich nicht leiden können, wissen Was, Sie? Was, die Neuberger und die Fuchsi da ihren sind? Aber bevor sie eingezogen sind hier, da waren das die besten Freundinnen. Wirklich. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, wissen Sie? Na, sicher haben Sie einen Fehler gemacht. Aber welchen meinen Sie jetzt im Speziellen? Den Französischkurs, nicht? Ich besuche doch zweimal wöchentlich einen Französischkurs. Warum? Wollen Sie nach Frankreich auswandern? Nein, auswandern, ich bitte Sie, nein. Aber in meinem Beruf brauche ich das ja, ne? Diese ganzen Mehlspeisen, die wir da auf Bestellung machen, die haben lauter so französische Namen, ne? Und da wimmelt es ja nur so von Gâteaus und Mousse, Schokolade. Ja, naja, das ist ja Amandes, nicht? Cerises, nicht? Und, naja, und mir ist das ewige Nachschauen im Wörterbuch einfach zu blöd geworden. Ja. Ne? Naja, und da in der Volkshochschule hat im Jänner ein Französischkurs begonnen, nicht wahr? Und da habe ich mich angemeldet, nicht? Da haben Sie sich angemeldet? Mhm. Dann, wie ich das der Frau Neuberger erzählt habe, nicht wahr? War die so begeistert von der Idee, nicht wahr, dass sie sich auch gleich angemeldet hat, nicht?
Naja, und seither gehen wir jeden Dienstag und Donnerstag nicht von 6 bis 8 in den Französischkurs. Ne? Naja, und seither sind wir auch ein bisschen öfters beisammen. Ne? Privat, meine ich, ne? Die schreckt davor nichts zurück, die Neubergerische. Ja. Jetzt lernt sie gar Französisch, um sich einen Mann zu angeln. Na, also bitte, Frau Sokal, so dürfen Sie das nicht sehen. Die Frau Neuberger ist wirklich sehr ehrgeizig im Französischlernen. Die kann die Vokabeln wie aus dem Schnirl. Ne? Also gut, das Schnirl und das glaube ich noch alles. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, warum die beiden Weiber so gestritten haben miteinander, dass sie noch zu den zwei Furien überhaupt nicht mehr umgetragen. Schauen Sie. Es ist. Du, ich freue mich wirklich unsagbar. Ja, und dass du dir die Mühe gemacht hast, unsere Telefonnummer rauszukriegen. Na, mein Gott, ist das lang her, dass wir zusammen auf der Bühne gestanden sind, was? Na, also, das kommt dir wie gestern vor, du mir nicht. Na, obwohl es fast nicht zu glauben ist, ich meine. Weißt du, was ich bin? Ich bin dreifache Großmutter. Dreifache, ja, du hast richtig gehört. Und du möchtest trotzdem deine Luise wiedersehen, Jesus. Du, weißt du was? Komm doch zu uns. Mein Mann würde sich sehr Jesus, nein. Du, das geht ja gar nicht. Ich hab heute was vor. Ja, es ist nur eine lose Verabredung. Lose Verabredungen? Sind dazu da, dass man sie löst. Oh, ist hübsch ausgedrückt. Naja, also gut, ja, ich werde versuchen, mich frei zu machen. Hm. Wann musst du es denn wissen? Ah, du hast heute Abend gar nichts vor? Fein. Schön, dann ruf mich doch später wieder an. Ja? Wiederhören. Na? Es wäre ganz interessant. Beim Friseur war ich. Das schwarze neue Kleid steht mir gut, hat der Franz gesagt. Ah, werden wir sehen. Ein sehr höflicher Mann scheint ja dieser Herr Krummhuber nicht zu sein. Also wenn man den Brief liest, hat man den Eindruck, dass du seiner Tochter nach dem Leben trachtest. Ja, dabei schwöre ich dir, ich kenne diese Ricke oder Ulrike, wie sie da heißt, nur von der Schule. Sie ist eine Klasse unter mir gewesen. Na, okay. Ja, ich glaube, ich habe vielleicht einmal mit ihr gesprochen. Also, das klingt aber sehr unglaublich. Ja, Hilda, na endlich. Also bitte, wer ist denn der große Unbekannte? Du bist ja so fröhlich, so aufgekratzt. Ja, bin ich. Na, du hast ja lang genug telefoniert. Na, was glaubst du, wer das war? Der Peter Alvenhoff. Ja, mit dem ich in meinem ersten Engagement zusammen war. Du, ich glaube, du kennst ihn sogar. Ja, aber bitte brauchst gar nicht weiterreden. Namen merke ich mir ja alle. Merke mir ja nur keine Gesichter. Peter Alvenhoff, selbstverständlich. Das ist derjenige, in den du so verliebt warst, dass du dein Zimmer mit all seinen Fotos tapeziert hast. Genau der ist es. Mein Romeo, mein Telheim und mein Ferdinand. Mein Gott, wenn ich das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du solche Verrücktheiten gemacht hast. Ach so? Du hast wirklich das ganze Zimmer mit Fotos austapeziert? Ja, Zimmer, es war ein kleines Kabinett, aber das in Gänze, muss ich sagen. Und Tommy, es ist auch ein paar Jahre her. Na ja, doch. Das weiß er ja. Du, der hat Karriere gemacht, der Peter. Mhm. Er hat mir erzählt, er hat jetzt gerade einen Film abgeschlossen. Den letzten Drehtag hat er zufällig in Wien gehabt. Und morgen fliegt er nach Hamburg zu den Proben von Kabale und Liebe. Mein Ferdinand. Aber der spielt immer noch den Ferdinand, der jugendliche Liebhaber. Was denn? Was redest du für einen Unsinn? Franz, natürlich spielt er den Vater, den Präsidenten. Ich wollte ihn ja einladen, aber du willst ja halt niemanden sehen. Was? Vater Zipf. Oh, egal. Und da komme ich so hereingeplatzt. Aber nein, bitte, das ist doch was ganz anderes. Du gehörst doch zur Familie. Abgesehen davon stern dich ja meine Marken da am Tisch nicht. Oh, na, die habe ich gar nicht bemerkt. Aber du, was anderes. Was soll ich jetzt tun? Soll ich hinfahren und soll ich dem Wahnsinnigen eine runterhauen oder was soll ich machen? Nein, also das auf gar keinen Fall. Das will ich da abbrauchen. Was? Wovon redet ihr denn? Wer ist denn ein Wahnsinniger? Was ist los? Ja. Also wenn du von deinem Ferdinand Alvenhoff wiederum schön langsam herunterkommst, kehrst auf in dieses Leben zurück, dann bitte, dann lies einmal diesen Brief. Ich soll den mal laut, ja? Ja, wie du willst. Herr Thomas Lafitte, schreibt er mit einem T, 2 Ausrufezeichen. Da es mir unmöglich ist, Sie telefonisch zu erreichen, Kunststück, wie soll er dich telefonisch erreichen in der Kaserne?
ersuche ich Sie auf diesem Weg eindringlich, in Zukunft Ihre Belästigungen meiner Tochter gegenüber zu unterlassen. Tommy, Ulrike heißt die Ulrike, ist durch ihre ständigen Anrufe, durch ihr dauerndes Auflauern nervlich schon so am Ende, dass ich mich gezwungen sehe, für meine Tochter ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sagt man, das darf nicht wahr sein. Sollte dieser letzte Appell an ihre Vernunft erfolglos sein, sehe ich mich nicht nur dazu gezwungen, ihren Vater von ihrem beschämenden Benehmen zu informieren, das täte mir noch fehlen. Kann ich da Freude haben. Na, sondern auch meinen Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen. Lassen Sie also meine Tochter in Zukunft in Ruhe. 3 Ausrufezeichen. Ja. Tommy, also ich weiß nicht, ich meine, ein sehr gescheiter Mensch kann dieser, wie heißt der? Krumm, ich kann Huber, das nicht lesen. Krumm, also sehr gescheit kann der nicht sein nach diesem Brief. Also, aber jetzt sag mir doch, um Gottes Willen, was hast du angestellt? Ich meine, hast du dieses Mädel entführt oder hast du sie verführt oder was ist das los? Das ist ja, ich kenne sie nur aus der Schule. Das ist alles. Sie ist in meine Schule gegangen. So. Das ist und alles. Sie gefällt dir? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aha. Das letzte Mal habe ich es gesehen, das ist sicher schon Wochen her, in einer Diskothek. Allerdings war ich da mit einem anderen Mädchen dort. So. Ja, mein Gott, was willst du denn jetzt tun nach diesem Brief? Ist doch entsetzlich. Das weiß ich nicht. Was? Aber gefallen lasse ich mir sicher nicht. Vielleicht sollte ich doch hingehen und ihm eine ordentliche Tätschnobel holen. Aber also das bitte auf gar keinen Fall. Viel gescheiter wäre es, wenn wir einmal feststellen würden, was das Mädel ihrem Vater über dich erzählt hat. Also das würde mich auch interessieren. Na, pass auf. Wir werden mal versuchen, ob wir ihn telefonisch erreichen können. Und vielleicht können wir dann mit ihm irgendein Rendezvous ausmachen und können die ganze Sache abreichen. Eine sehr gute Idee, Franz. Man muss den Stier bei den Hörnern packen. So cool. So braun sind nicht erschrecken, wenn sie mich sehen, Herr Janek. Frau Effi, was haben Sie? Sind Sie krank? Fällt Ihnen was? Frau Effi, ich habe Sie nur verwechselt, bitte. Ja, mit einer gebadeten Maus, nein. Frau Sokol, ist Besuch da? Nein, nur der Tommy. Aha, na ja, der kennt seine Mutter mit nassen Haaren. Ich komme gleich wieder, ja, ab später. Bis später. Bist du erkältet? Hast du Ohrenweh? Zahnweh? Was ist los mit dir? Unvorsichtig war ich. Wieso? Ich habe vergessen, eine Badehaube aufzusetzen, wie den Oliver gebadet hab. Na, jetzt schaue ich so aus. Oh, na sag mal, der gibt sich ganz schön an, der Kleine, was? Also in den letzten 10 Tagen sind der Ernste und ich ungefähr 10 Jahre jünger geworden. So wie schön. Vor allem durch die sportlichen Ambitionen, weißt du? Also Eislaufen, das ist eh klar. Natürlich. Jetzt will er unbedingt Skifahren. Das ist und heute hat er versucht, in der Badewanne schwimmen zu lernen. Und so schaue ich jetzt aus. Elfi, also ich verstehe nicht, wie du das alles schaffst. Du hast noch deinen Beruf und dann hast du schließlich noch den Ernstl. Wie machst du das? Also das frage ich mich auch. Aber weißt, mit dem Beruf fängt es ein bisschen an zu kriseln, habe ich das Gefühl. Oh je. Bei Ernst, der hat ja auch von, der hängt ja auch von früh bis nachts dran. Da kann man. Und gerade heute sind wir eingeladen. Oh. Und ich schaue so aus. Also ich kann unmöglich mit so einem Kopf zu Inge Gross gehen. Was? Inge Gross? Das ist doch die, die 3-mal in der Woche beim Friseur ist. Ja, ja. Und 2-mal Shopping geht, nicht? Ja. Ungefähr. Ja, nein, aber sonst ist eine wahnsinnig nette Person. Ja. Aber sag, ist der Tommy da? Der hat mir versprochen, dass er babysitten kann. Ja, der Tommy ist mit dem Franz im Arbeitszimmer. Die müssen was besprechen. Müssen was besprechen? Ja. Aha. Geheimnisse. Also er hätte wirklich einen Sprung herein machen können, wenn er schon bei uns vorbeireist. Elfi, du, er war wirklich gerade dabei, zu dir runterzukommen. Wirklich. Mhm. Brauchst nicht schwindeln, Lilla. Aber ich bin immer eifersüchtig. Jetzt habe ich ja jemanden, der mit seinen Sorgen nur zu mir kommt.
Vorläufig kommt der Oliver nur zu mir. Ja, du, Hela, ich wollte dich bitten, kannst du mir, du hast doch so eine herrliche Trockenhaube, könntest du mir die borgen? Aber selbstverständlich. Ich meine, die so eine elegante Frau, die Ingrid Große, kann dir nicht mit so einem Kopf. Das mach ich provokant. Dir, bring sie dir gleich. Danke dir. Also, Herr Janik, wenn Sie mir das gleich gesagt hätten, dann hätte ich schon verstanden, warum Sie Ihnen nicht umtrauen. Sagen Sie, wann hat denn die Fuchs Ihnen diesen Floh ins Ohr gesetzt mit der Übersiedlung? Mit dem Fräulein Fuchs habe ich gemeinsam ein Abonnement in der Volksoper. Aber, sagen Sie, Herr Janik, mit wem im Haus haben Sie noch was gemeinsam? Einen Lehrgang oder einen Kurs oder vielleicht ein Abonnement mit dem Novak auf einen Saufkurs? Also, bitte, Frau Sokol, bitte, jetzt werden Sie sehr böse. Sie vergessen, dass ich ein ganz einsamer und zurückgezogener Mensch bin. Also, ich habe eher das Gefühl, bei Ihnen muss man einen Termin ausmachen, wie beim Zahnarzt, dass man ein paar Wochen später drankommt. Und Sie sind einsam, ja. Darum habe ich ja begonnen, verschiedenen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen. Ne? Und das mit der Volksoper, das war eine Idee von Fräulein Fuchs. Ne? Sie hat mir vor ein paar Wochen, nicht, wie ich hier ihren Striezel gebracht habe, sie bestellt immer einen mit doppelter Portion Rosinen, erzählt, dass zufällig der Sitz neben ihr in der Volksoper frei geworden ist. Zufällig. Ne? Die Dame bitte neben ihr ist aufs Land gezogen zu ihren zu ihre Enkelkindern. Nicht? Und ob ich nicht das Abonnement übernehmen will. Nicht? Und was ich immer so am Abend mache. Nicht? Ich hab gesagt, ausschlafen. Nicht? Ja. Weil es eh schon sehr anstrengend ist, dass ich zweimal in der Woche bis 9 Uhr aufbleibe. Nicht? Aber sie hat gesagt, es wird mich nicht umbringen, wenn ich mal aufbleibe. Nicht? Und das Abonnement ist ja nur alle 6 Wochen. Nicht? Ja. Und außerdem muss der Mensch auch für seine Seele etwas tun. Ne? Ach so, und da gehen Sie jetzt mit der Fuchs und deren Seele in die Volksoper. Ja, bitte, und ich bereue es nicht, wirklich, Frau Sock. Ja. Wissen Sie, diese wunderschönen Melodien, also, ich muss Ihnen sagen, die sind mir tausendmal lieber als dieser ganze neumodische Kram. Ne? Zum Beispiel, machen wir's den Schwalben nach ein Nest. Ne? Also, das sind ja wirklich so entzückend. Das ist aber echt schade um die Karten. Wieso? Und bei der Gelegenheit hat Ihnen die Fuchs gesagt, sie sollen zu ihr ziehen. Na, Tempo hat die im Leib allerhand. Aber Frau Sokol, nein, das war ganz anders. Es war ja nur die Rede von meinem Haserl. Ne? Die wissen ja, der Romy. Romy, ja, der kleine Liebe. Ja. Und eins kann ich Ihnen bitte wirklich sagen, nicht? Weil die Frau Neuberger ist ja wirklich im Allgemeinen schon dir liebe. Ja. Aber zwischen dem Romy, da gibt's, Neuberger, gibt's immer so Reibereien. Nicht? Ja, warum? Sie macht immer so ein Gesicht, wenn das liebe Hasel da ein bisschen im Wohnzimmer da so herumspaziert. So klein, also. Na ja, eben. Nicht? Aber bitte, das Fräulein Fuchs ist ausgesprochen tierliebend, wirklich. Nein, nur weil sie einen ausgestopften Kanari hat. Na, sie hat jetzt auch schon einen lebendigen. Ah ja, der kann dann wie einen ausgestopften spielen. Na ja, also bitte spielen hin und spiel her. Aber außerdem muss ich also noch dazu sagen, etwa, hat sie nicht nur ein leeres Zimmer, etwa, sie hat auch ein Kabinett, das frei ist. Und das ist natürlich schon sehr verlockend, weil jetzt mein Romy auch ein eigenes Kabinettel hätte. Nicht? Ach so, und diese ganzen Pläne haben Sie aber der Frau Neuberger verschwiegen, nicht? Bitte, ich habe mich auch noch nicht entschieden. Mhm. Bin ein bisschen schwerfällig. Ich muss mir das alles dreimal überlegen, bevor ich es wirklich angehe. Aha, und während Sie dreimal überlegt haben, hat die Fuchs, das so zart der Neuberger hinterrucks angedeutet. Ja, so ungefähr, bitte. Also ehrlich gesagt, ich bin auf dem schnellsten Weg hierher, wie ich erfahren habe, was da so sich zusammenbraut. Ne? Also ich habe ja nicht viel gehört. Ne? Aber ein Held sind sie nicht, nein. Naja, ein Zuckerbäcker muss ja kein Held sein. Ne? Ja, haben Sie auch wieder recht. Sie, was anderes, Herr Janik, nicht, dass ich ihn rausschmeißen will. Im Gegenteil, ich habe sogar sehr gern Gäste und plaudere gern ein bisschen. Aber wissen Sie, heute ist nicht viel los und ich war mit allen schon fertig. Und kurz und gut, ich war halt gern heute ein bisschen früher zu Hause gegangen. Bitte, wenn es Ihnen nichts ausmacht, gehe ich dann mit Ihnen gemeinsam. Jetzt ist er ein ganz Gerissener. Ich soll Sie heim begleiten, was? So als Beschützerin. Oh. Gewissermaßen. Warte. Moment. Das ist so.
15 Schläger, ist so in Heimbegehrt. Ja, grüß Gott. Abend, Frau Sokol, grüß Gott, wie geht's? Danke, alles in Ordnung? Kann nicht genug klagen. Der Sektionschef ist zu Hause. Ja, ja. Darf ich Ihnen das geben? Gibt es da schon da hier? Die gnädige Frau war so lieb und hat mich so nett aufgefordert, so oft ich kann, zum Open House zu kommen. Das habe ich heute nicht einmal angerufen vorher. Sind viele Gäste da? Nein, nur die Familie. Wunderbar. Das Papier tun wir gleich runter. Dankeschön. Können wir wenigstens ein bisschen plaudern in Ruhe. Ja, mir bleibt das Papier. Bis dahin. Ende. Oh. Gott, guten Abend. Ja, schon Kavalier. Ja. Kleiner Gruß vom Frühling. Ja, Christian, das ist aber bitte. Lieb. Bis Gott, Frau Elfi. Bis die Ende. Sie sehen, liebe Frau, ich habe Ihre Aufforderung, so oft es geht, zum Open House zu kommen, ernst genommen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie das getan haben und gekommen sind. Ja, Herr Doktor, herzlich willkommen. Ja, ich bitte, Sie müssen entschuldigen, dass ich in dem Aufzug bin, aber ich bis jetzt mit meinen Marken da herumgearbeitet. Aber bitte, ich gehe mich umziehen. Na, also, um Gottes Willen, lieber Herr Sektionschef, im Gegenteil. Wenn ich Sie so sehen darf, habe ich das Gefühl, ich gehöre bis auch schon zur Familie, nicht? Ja. Ja, das ist noch ein ganz anderer Grund, warum ich wahrscheinlich heute sehr im richtigen Moment gekommen bin, wenn ich mir so die Frau Elfi anschaue. Was ist denn? Wo fällt's denn? Hm? Zahn? Ohr? Ja, alles. Was? Da fängt's an, da hört's auf. Nein. Alles tut mir ein bisschen. Ich bin ohnehin gerade dabei, einen Sprung hinunterzugehen. Ich muss mir ein Pulver holen. Entschuldigen Sie, aber Frau Elfi, das kann ich nicht zulassen. Nein. Sie glauben nicht, wie gefährlich das ist, wenn man so ziellos ein Pulver schluckt. Aber nein, das ist ja überhaupt nicht ziellos. Das ist ja eins, das wir alle nehmen, wenn man mal ordentlich hat. Entschuldige, ist das häufig in der Familie? Wer leidet darunter? Sie, der Gatte, die Kinder? Ja, alle haben hier und da, hat jeder von uns einmal ein bisschen ordentlich. Dann ist das eine. Na, entschuldigen Sie, ich meine, das ist sehr interessant für mich. Das ist eine gewisse Disposition gegeben, nicht? Also, da kommen Sie mir nicht aus. Das Ohr werde ich mir anschauen jetzt. Nein, ja? Aber bitte doch vielleicht nach dem Kaffee, Herr Doktor. Oder wollen Sie lieber einen Tee? Na, Kaffee gerne. Ja, ich darf mich verabschieden. Ja, wiederschauen, Herr Doktor. Wiederschauen. Ich komme pünktlich um 7 Uhr, ja, bin ich da zum Babysitten. Ja, ja, und Opa, ich habe mir es überlegt. Also, ich werde jetzt hingehen und werde halt schauen, ja, dass aber, ich das alles regeln kann. Ja, aber bitte halt dich zurück und ruf mich an, was los war. Ja, okay, das war. Tommy, warte einen Moment. Ich geh mit dir und dann muss ich den schönen Blumenwasser. Ja, ich helfe dir dabei. Als ob ich es geahnt hätte. Ich habe irgendwas geahnt, dass ich meine Instrumente heute noch brauchen werde. Ich habe meine Tasche gleich mit. Die hole ich jetzt. Nein, bitte, Herr Doktor, ich möchte wirklich nicht, dass Sie mich jetzt untersuchen. Also, entschuldigen Sie, Frau Elfi, ich habe geglaubt, Sie vertrauen mir als Arzt. Also das, Sie können versichert sein, ich werde Ihnen wie immer nicht wehtun. Ja, ich vertraue Ihnen ja vollkommen, ja, Herr aber Doktor. Ich bete dich, also Elfi, jetzt sträub dich doch nicht so. Die von mir einen Doktor ins Ohr schauen, sie ist ja schließlich Ohrenarzt, nicht wahr? Und irgendwas musst du ja haben, nicht wahr? Sonst möchtest du nicht jetzt hier herumgehen wie die verschleierte Maya. Nein, ich glaube, Herr Sektionschef, ich weiß den Grund, die Frau Elfi akzeptiert mich nicht ganz als Arzt. Aber nein, reden Sie sich sowas nicht ein. Davon ist keine Rede. Sie ist feig. Man versteht das. Ich meine, es gibt ja auch Leute. Ah, Entschuldigung, Moment. Das wäre ja was. Ja. Also, ich meine, Frau Elfi, ich kann Sie verstehen und ich möchte auch nicht weiter in Sie dringen, aber bitte können Sie mir einen Grund, ich meine, irgendeinen halbwegs plausiblen Grund nennen, warum, wenn Sie schon solche Schmerzen haben und ich als Ohrenarzt hier bei Ihnen zu Besuch bin, ich Ihnen nicht helfen darf. Ja. Eitelkeit. Wo? Das verstehe ich nicht. Also bitte, Herr Doktor, jetzt haben Sie mich wirklich, jetzt haben Sie mich schon ein bisschen sekiert. Nein, das also, wollte ich nicht, aber... Gut, bitte, ich habe nicht Ohrenweh, ich habe nicht Zahnweh, ich habe nicht Halsweh, ich habe nicht Kopfweh, ich habe Masse. Das steht Ihnen entzückend. Nein, entschuldigen Sie, aber was das gefällt ja, Ihnen? Ja, das ist hübsch. So ein Kopf gefällt Ihnen? Ja, gerade so ein Kopf gefällt mir. Jetzt, wirklich, das ist was anderes einmal. So. Elfi. Ja, Hilda. Sag einmal, du hast dich entblößt. Ja, das gefällt dem Herrn Doktor. Ja, ich bin froh, dass nichts Ernstes ist, nur was Nettes. Du, bitte, hilfst du mir ein bisschen den Kaffee decken? Und Sie, Herr Doktor, geben Sie vielleicht die Blumen dorthin ins Kastel, ja? Ja, hierher. So, ja. Komm, Elfi, machen wir das, ja? So. Komm. Warte, ich du, Hilda, ist der Herr Janek noch bei uns? Ja, vor einer Minute war er noch da. Warum? Na ja, weil der wird dringend reklamiert. Na, was heißt reklamiert? Das reklamiert ist eine sehr milde Umschreibung.
Von wem wird er reklamiert? Ach, von wem? Von seiner gestrengen Hausfrau. Von der Frau Neuberger. Bitte trinkt sie inzwischen Kaffee. Ich muss das dem Herrn Janek persönlich sagen, was da die Neuberger von ihm will. Aha. Ja. Gut. Dankeschön. So, danke, Herr Doktor, dass Sie uns helfen. Ja, ich bin ein bisschen ungeschickt. Sagen Sie, Sie haben sich aber lange nicht blicken lassen. Bitte. Wie haben Sie denn eigentlich Ihre herrlichen Feiertage verbracht? Ich sag's nicht, Frau, die waren dieses Jahr. Ja, aber trotzdem. Ja, aber es war so herrlich, wie Sie sagen, dass ich mich gerne daran erinnere. Ja? Ich war die ganzen Feiertage über Neujahr bis zum 6., weil ich habe es dieses Mal geleistet, war ich bei Freunden am Land. Ja, da hätte ich übrigens eine ganz große Bitte, Frau. Ja, bitteschön. Ja, eigentlich die Bitte geht an den Herrn Sektionschef. Der hat mir mal letztes Mal gesagt, wenn ich Platten bräuchte, also Schallplatten, würde mir welche borgen. Und nun kommen morgen Abend diese Freunde, die mich also wie ihr eigenes Kind über die Feiertage verwendet haben. Aha. Die möchte ich ein bisschen musikalisch berieseln. Ich meine, ich habe eine eigene Schallplattensammlung, aber die ist halt noch sehr am Anfang, ne? Na ja, bitte, also wenn Sie ernste, klassische Musik haben wollen, dann wären wir die Richtigen. Wir sind doch eigentlich ganz gut sortiert, Elfen, nicht? Ja, ich persönlich liebe wirklich klassische Musik, aber die, meine Freunde, und ich möchte Ihnen ja wirklich den Gefallen tun, dass Sie das hören, was Sie wollen, sind mehr auf Musical spezialisiert. Gershwin auch oder so irgend. Ach, da ist aber meine Schwiegertochter-Expertin. Ja, würden Sie mir da an Sie wenden? Ja, gerne. Wollte ich gerade tun, ob Sie mir da vielleicht ein bisschen aushelfen können, Frau Elfi? Ich würde sehr gerne, nur, Herr Doktor, da müssten Sie bitte jetzt gleich mit mir hinunterkommen, denn ich bin nämlich heute Abend eingeladen. Und, also, ich meine, wenn es Ihnen auch gefällt, aber mit so einem Kopf kann ich wirklich nicht zu den Großen gehen. Nein, kommen Sie, wenn Sie mit mir herunterkommen. Darf ich Ihnen gleich bei der Gelegenheit doch in die Ohren schauen, ja? Nein, also bitte lieber nicht. Nein. Ich darf nochmal dann zurückkommen, weil auf den Kaffee mich schon sehr gefreut. Also, ja, ist gut. Aber jetzt genieße ich mal die nassen Haare. Bis gleich, ja? Ja, schön. Wenn ich da noch da bin. Was sag mal? Ja. Wo ist mein Mann? Der Herr Sektionschef hat müssen den Herrn Janek heimbegleiten. Warum? Naja, weil der hat gescheppert wie ein Klumpensackel, wie ihm der Herr Sektionschef eröffnet hat, was ihm bei der Neuberger alles erwarten wird. Ach, ich frage, dann nehmen Sie da mal die Wuchtel mit. Oh, fein! Das wird ein großes Drama werden, Knüffer. Ja, weil die Fuchs, die will nämlich, dass der Janek zu ihr zieht. Die hat ein ganzes Kabinett, hat die für den Hasen, für den Rommi, für den Kleinen. Was sagst du? Auf. Ja, ich geh nur auf. Nein. Einen Salon kriegt. Ein ganzes. Ja, Frau So. Herr Heinz, also mit Ihnen habe ich heute wirklich nicht gerechnet. Also, Frau Sokol, langsam aber sicher wird Ihr Charme waffenscheinpflichtig. Jesus Maria, sind Sie nicht so angeriert. Ja, das ist ja nicht persönlich gemeint. Es ist nur, wir haben halt geglaubt, es kommt halt niemand mehr. Ja, ne? Glauben Sie mir, ich wüsste mir auch was Besseres am Samstagnachmittag als für die Familie Lafitte als Feuerwehr unterwegs zu sein. Ist der Tommy da? Nein, der war da, der ist aber schon wieder weg. Nur die gnädige Frau ist da. Die gnädige Frau, das ist auch gut. Dann kann ich vielleicht mit der gnädigen. So. Oh, ja. Sektionschef. Begrüße Sie. Habe die Ehre. Irgendwie schauen Sie verändert aus. Ich meine, macht es nur die fehlende Krawatte, aber irgendwie machen Sie mir einen leicht ramponierten Eindruck heute. Ja, das könnte schon sein. Ich komme ja gerade aus einer Schlacht. Ah, ein bisschen kommen Sie mir vor, so wie der Cassius Clay nach seiner ersten großen Niederlage. Aber Sie wissen, der will sich lieber als Muhammad Ali. Ah, ja, das ist nicht richtig, wissen, das ist nicht ja jetzt. Und außerdem Muhammad unterscheide ich mich noch durch etwas. Ich habe kein K.O. erlebt. Na, ganz genau. Nein. So, bitte schön. Hey, danke vielmals. Ja, Hilla. Ha? Na, schau, wenn ich dir da mitbringe. Oh! Küss die Hand. Ja, der Heinz. Grüß dich Gott. Ja. Was ist denn los mit dir? Na, was soll los? Wie schaust du aus? Angegriffen. Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung, angegriffen, nicht wahr? Bitte, also bin mit knapper Mühe und Not bin ich also unbeschädigt entkommen, habe weitere Tätigkeiten verhindern können. Ja, komm, setzen wir uns nieder. Ne, sehr gern. Wollen Sie einen Kaffee? Sehr gern. Bin ich ja nun wirklich nicht als Feuerwehrmann tätig. Entschuldige, ich muss eine. Danke, das als Feuerwehrmann ist gut. Also, Sie zitieren mich. Wieso? Weil ich nämlich wortwörtlich vor 2 Minuten genau das zur Sockel gesagt habe. Ach so? Dass ich gesagt habe, das ist mein Motiv, das mich heute in die Lafitschen Gemäuer treibt, ist Feuerwehrspielen. Bitte, ist der Tommy da? Nein, der Tommy war da. Der Tommy ist derzeit unterwegs zu einem Wahnsinnigen,
der behauptet, dass er seine Tochter bedrängt und verfolgt. Und dabei sagt der Tommy, dass er überhaupt das Mädel gar nicht kennt. Moment, also wenn die Geschichte stimmt, ist der Tommy jetzt unterwegs zum Herrn Krummhuber. Ja, hört ihr das an? Moment. Wieso, Sie kennen den Herrn? Also flüchtig, aber äußerst eindrucksvoll. Jener Herr Krummhuber hat mich nämlich heute im Gewölbe besucht. Also, um nicht zu sagen, heimgesucht. Na ja, bitte. Und dann ist ja kein Wunder, wenn er bei euch im Geschäft war, dass wir ihn telefonisch nicht haben erreichen können. Nein, der war heute bei uns im Geschäft und... Ja. Die Tatsache hat sich wirklich, glaube ich, durch die ganze Gasse wie ein Lauffeuer verbreitet. Er hat sich nämlich dort in dem Geschäft so aufgeführt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Er hat dort so herumgebrüllt in dem Geschäft, wie wirklich nur ein Vater brüllen kann, der um die Ehre seiner Tochter besorgt ist. Ja, mein Gott, muss sich der arme Ernstl aufgeregt haben. Das ist ja furchtbar. Nein. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihren lieben Sohn. Ja. Nämlich der als Hans im Glück ist, nämlich wirklich 5 Minuten bevor der Tornado ins Geschäft gekommen ist, ist ihr lieber Sohn weggegangen. Der hat sich, das Füllhorn des Krummhuberschen Zorns alles hat sich nur alles auf mich. Hat sich wirklich über mich. Und dabei hat dieser Krummhuber, ich bin ja dazugekommen zu diesem Ausbruch, wie die Jungfrau zum Kind. Der hat nämlich in seinem blinden Zorn ist ihm überhaupt nicht aufgefallen, dass es ja optisch, also ich in meinem blühend jugendlichen Aussehen, doch unmöglich der Vater eines erwachsenen Mannes sein kann, wie der Tommy auch noch ist. Also lieber Herr Heinz, ich meine, gar so jung schauen Sie auch nicht mehr aus. Aber bitteschön, nehmen wir also an, dass dieser Herr Krummbauer oder Krummhuber... Ich glaube, Krummhuber. Ja, Krummhuber, dass dieser Herr Krummhuber heute halt sehr stark kurzsichtig ist, so wie ich wahrscheinlich die Brille verlegt hat. Das wäre möglich. Und bei der Gelegenheit dann gefunden hat, dass Sie so ausschauen, wie Sie glauben, dass Sie ausschauen. Ja, aber da hätte sie dann eigentlich für den Tommy halten müssen. Küss die Hand, ja, das ist sehr lieb. Also, das wäre viel eher möglich gewesen, aber er hat mich natürlich prompt für den Vater von Tommy gehalten. Sagen Sie, was ist eigentlich passiert? Ich meine, dass dieser Krummhupfer oder Krummhuber... Krummhupfer ist ganz gut. ...der sich so wahnsinnig aufregt. Ich meine, wenn der Tommy ein Mädel verehrt, na und? Ja. Das ist doch kein Verbrechen. Also, mir brauchen Sie das nicht einreden, aber zwischen verehren und verfolgen ist ja ein Unterschied, nicht? Und offenbar bombardiert der Tommy die Tochter des Herrn Krummhuber mit Anträgen. Naja, wie unanständigen? Na, Hila, heute ist es ja, entschuldige, das muss man ja wissen. Nein, das wäre ja normal, nicht? Aber nein, er bombardiert sie mit Heiratsanträgen. Sagt der Krummhuber, also sagt es gut, brüllt der Krummhuber. Ja, und jetzt möchte ich den Tommy treffen und möchte ihn fragen, was los ist, wird immer die Geschichte. Ich meine, das kann ja kein Mensch erfinden, was der alles erzählt hat. Jedenfalls möchte er also, dass der Tommy unbedingt sich morgen bei ihm meldet. Heute hat er keine Zeit, aber heute muss er in seinen Schrebergarten fahren und weiß nicht, schauen, ob das die Schneeschmelze dort was ruiniert hat. Aber morgen möge sich der Tommy unverzüglich bei ihm melden. Ja, dabei sagt der Tommy, dass er das Mädel gar nicht kennt. Nicht? Außerdem wollte er mich anrufen. Also bitte, der Tommy ist Babysitter beim Oliver um 7 Uhr abends. Wollen Sie vielleicht bei uns warten auf ihn? Nein, liebe verehrte gnädige Frau, ich meine alles, was recht ist. Ich bin gerne unermüdlich und Tag und Nacht und sogar freudigen Herzens für die Familie Lafitte unterwegs. Personalunion aus Bernhardiner und Samariter. Aber auch ein Bücherwurm wehrt sich, wenn sein Privatleben derartig gefährdet ist. Und meines beginnt bitte unwiderruflich heute um 18.30 Uhr beim Heurigen in Sievering. Ja, da kann man nichts machen. Also wenn es unbedingt gewinnt. Du, das wird er schon sein, natürlich. Na ja, könnte sein, dass du Tommy ist. Na, was sagen Sie, Herr Heinz, nicht wahr? Wie also meine Hilla, wie die nur so dahin flitzt. Ja, so kleine Sensationen, die sind ja viel besser als Gymnastik oder Aerobik oder Jogging oder wie das alles heißt. Gesund für den Blutdruck. Ja, sehr gesund, nicht wahr? Und davon abgesehen, also diesmal glaube ich, dass der Tommy wirklich ein fleckenloses Gewissen hat. Also nicht böse in der Sektionschef, aber ich glaube von keinem Menschen, dass er ein fleckenloses Gewissen hat. Ah ja, also Sie kennen sich zu gut. Also da bin ich wieder. Ja, Tommy, ich hab dich gar nicht anleiten können. Ja, ich bin bei der Tür mit der Frau Sokol zusammengestoßen und ist auf einen Sprung zum Fräulein Fuchs gegangen. Ah ja. Na ja, bitte, na dann also erzähl, was war. Du hast jetzt sicher mit dem Herrn Krummhuber gesprochen, nicht? Nein.
Der war nicht da, der ist ins Geschäft von Papa gegangen. Ja, also bitte, jetzt lass da nicht jedes einzelne Wort aus der Nase ziehen. Also, du hast also mit niemandem gesprochen. Doch, mit der Ricky. Zum ersten Mal. Hm. Und ich kann sagen, Aktion erfolgreich beendet. Was heißt das? Lieber Tommy, sei nicht böse, aber diese dürftige Meldung, die wird nicht ausreichen. Ja? Weil der Vater, dieser Ricky, hat mich nämlich heute im Geschäft fast umgebracht. Ach, bist du zum Hartkuss gekommen? Das glaube ich. Aber eines weiß ich dafür jetzt mit Sicherheit. Es hat sich ausgezahlt, dass du dich geopfert hast. Eines weiß ich mit Sicherheit, mein Sexappeal, der muss irrsinnig sein. Ein bildhübsches Mädchen, ein nettes Mädchen, dass die eine solche Raubersgeschichte erfindet, nur damit sie mich kennenlernt. Also, das zeigt mir doch, dass meine Ausstrahlung, mein Charme doch weit über den Durchschnitt sein muss. Tommy, du wirst mir also einreden und dem Heinz, dass dieses liebe Mädel ganz einfach alles erschwindelt hat, nur um deine Bekanntschaft machen zu können. Ja. Das hätt's aber billiger haben können. Ja, eben nicht. Schau, die paar Mal, wo wir uns gesehen haben, da war ich immer mit einem anderen Mädchen zusammen. Ne? Und du kannst mich schlecht ansprechen, wenn ich mit einer anderen flirte. Ne? Also hat sie zuerst einmal einen Brief geschrieben. Ne? Ja, den habe ich eh da. Aber leider habe ich die ganze Woche zu tun gehabt und bin nicht dazugekommen, dass ich den aufmache. Na ja, gut, also keine Antwort. Also hat sie sich überlegt, eine Geschichte, und hat ihren Alten auf mich gehetzt. Ja, und der, na, ein williges Opfer, ist eh ganz klar. Die einzige Tochter. Bildhübsch, ne? Was soll ich sagen? Der ist über beide Ohren über seinen Ricky Mauserl, in seinen Ricky Mauserl verliebt, ganz einfach. Naja, und sie hat gesagt, wenn das dann auch nicht hilft. Wobei hilft, bitte? Geh, um mich in ihren Dunstkreis zu bringen, ne? Also, wenn das nicht hilft, dann wird sie sich einen ganzen Tag vor die Kaserne stellen. Hm. Aber auf alle Fälle wird sie morgen dann ihrem Vater sagen, dass ich da war und dass ich mich deh- und wehmütig entschuldigt habe. Und morgen werden wir dann auch gemeinsam noch eine schriftliche Entschuldigung verfassen. Wieso gemeinsam? Logisch, gemeinsam. Einem solchen Ansturm von weiblichen Gefühlen kann man sich doch nicht entziehen. Deswegen, ich bin sprachlos, wirklich. Also wegen deiner erotischen Exzesse, ich meine, riskiere ich mein Leben? Das ist wirklich unerhört. Was ist das? Das ist unerhört. Das ist eine unglaubwürdige Geschichte. Ach. Das ist aber wahr, das Ganze. Und du kannst es vor allen Dingen morgen dann überprüfen, wenn du willst, weil wir werden morgen um 17 Uhr gemeinsam im Café Zwirscherl das miteinander schreiben. Das ist wunderbar, aber du wirst ja nicht glauben, dass ich, nachdem ich den Samstag schon gefällt, aber auch noch den Sonntag opfere, damit ich ins Café Zwirscherl komme und dir zuerst beim Entschuldigung schreiben. Na, Moment, aber jetzt fällt mir auf, wieso telefoniert die Hilla so lang mit wem, wenn sie wollte mit Tommy, der Tommy sitzt aber da. Also das muss ich mal sehen und hören, mit ihr Café telefoniert. Das ist gut. Also schön, in Gottes Namen. Ich komme, wenn du unbedingt deine gealterte Luise sehen willst. Mein Mann ist die Toleranz in Person. Ich kann wirklich machen, was ich will. Ja. Du, also ich werde pünktlich sein. Ja. Auf bald. Grüß dich. Franz. Ja? Du beurlaubst mich für heute Abend, gell? Weißt du, ich kann unmöglich einem alten Kollegen, der sich nach jedem weißen Haar von mir sehnt, eine so nette Einladung abschlagen. Wirst du doch verstehen. Was bleibt mir da übrig, Hilla? Ja. Also, enttäusche ihn nicht, mach dich schön. Na, ich werde es versuchen. Bis gern, du wirst es bestimmt schaffen. Gut, mein Schatz. Na, Tommy, hast du dir inzwischen von dem lieben Herrn Heinz Ratschläge geholt? Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht könnte man ein nettes Lokal sagen, wo vielleicht. Na, wieso? Café Zwirscherl, habe ich gehabt. Ja, das Café Zwirscherl ist fürs Erste. Das ist aber, glaube ich, nur die Ausgangsbasis. Von dort geht es dann. Ja, sonst also ein Lokal. Ins Brot und die Wiener Nachtleben. Ja, ist, glaube ich, nicht schlecht, der Herr Heinz. Und vor allem einmal, weißt du, ich meine, er ist ja noch sehr jugendlich, aber er hat sehr früh auf diesem Gebiet begonnen und er verfügt da über eine ungeheure Praxis. Also der kann da schon sehr hilfreich sein. Ich glaube, das ist beim Tommy nicht notwendig. Das ist eine Erfolge, die er bei Damen hat. Ich meine, dagegen nimmt sich ja der Casanova wie ein Eunuch aus, dass die Damen seinetwegen. Aber ich schaue Ihnen da mit einem gewissen Neid zu, weil mir hat die Hilla ja ausdrücklich diese Wuchtung verboten, weil ich habe leider in der letzten Woche wieder ein Kilo zugenommen. Und Sie halten sich auch prompt ans Buchtelverbot? Ich halte mich daran, ja, weil sie kontrolliert ja. Ich wäre ja jeden Tag
in der Früh auf die Waage gestellt. Wieso? Und das ist ja furchtbar schwer zu mogeln, weil früher habe ich das so gemacht, dass ich immer in kompletter Montur war und dann eben gesagt habe, ja, so ein schweres Gewand und so. Jetzt muss ich ja jeden Tag, also so wie Gott mich schuf, auf die Waage. Auf die Waage? Ja. Aber Tommy, wirklich, also glaube mir, also ist ein erfahrener Mann, also wenn du da irgendwelche... Also was ich glaube, er hat Angst, dass er ihn trifft und in irgendeinem...